Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Projekt und zwar zu XCOM Enemy Unknown. Ja, ich habe mir so als zweites Projekt habe ich mir so ein kleineres Strategiespiel, ja eigentlich Strategiespiel, ausgesucht. Vielleicht kennt es ja manche, hat mit Aliens und so zu tun, also Aliens kommen auf die Erde, hier sieht man den kleinen Racker. Und wir müssen jetzt versuchen, als die XCOM, glaube ich zumindest, dass es XCOM heißt, die Vereinigung, dass wir die Aliens halt studieren und vernichten auf der Welt. Aber das werdet ihr ja gleich sehen. Ich klicke mal hier auf Einzelspieler. Ja, normal, passt schon. Zweite Welle. Und naja, wir machen einfach mal annehmen. So, ich hoffe, ein neues Spiel startet und nicht das, was ich schon gespielt habe. Aber das werden wir ja gleich sehen. Okay, pst. Two possibilities exist. Either we are alone in the universe or we are not. Both are equally terrifying. Wer auch immer der Arthur ist. Die sind tot. Hallo, Commander. Hallo. Angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Sie sollen diese Initiative anführen. Von der ersten bis zur letzten Verteidigungslinie. Die Zukunft dieses Planeten liegt in Ihren Händen. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrem weiteren Vorgehen. Okay. We are the Weltretter. Easy Katka. Viel Glück, Commander. Dankeschön. Aber hey, Glück brauche ich nicht. XCOM, Enemy Unknown. Ich würde mal sagen, der Trailer hat ziemlich viel schon ausgesagt darüber, inwieweit oder über was das Spiel halt geht. So, wir dürfen uns jetzt auch einen Stützpunkt aussuchen, wo wir unser liebes Projektchen denn hinmachen. Nordamerika, ja, war klar, dass die auf Waffen spezialisiert sind, Europa, das habe ich glaube ich in meinem normalen Leben benutzt, guck mal, da sind wir, yay, Deutschland, Asien, alle Projekte in der Gießerei, das interessiert mich wenig, die Ergebnisse von Autopsien und Verhören liegen sofort vor, nee. Achso, Budget erhöhen ist schon geil. Verstehe ich zwar jetzt nicht, warum das unbedingt Afrika ist, aber naja. Ja, Quatsch, das nehmen wir einfach. Bestätigen. Wir sind in Afrika. Achtung, für die nächste Operation setzen wir sie tief im nigerianischen Hinterland ab. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens... Bla bla bla. Es ist meistens relativ unwichtig, was er labert, weil das eh schon alles in den Missionsszenen steht. Die erste Mission ist übrigens, glaube ich, zum Teil geskriptet. Ich weiß nicht, ob einer verreckt oder so. Sie haben Feuererlaubnis für jeglichen Feindkontakt im Einsatzgebiet. Keine Risiken eingehen. Okay, okay. So, hier seht ihr, wir sind eine Mannschaft aus 4 Leuten. Kann man upgraden zu 5 bis, ich glaube, bis zu 6.
Und es gibt halt so verschiedene Rundendinger. Wir können, einmal können wir hier laufen bzw. spurten und haben halt dann auch Feuerwaffen. So, ich lasse ihn erstmal dahin gehen. Wow, ah, die sind ja hübsch. Wir erleben etwas, das es in der uns bekannten Geschichte nie zuvor gegeben hat. Krass, Mann. Gut, dass die uns nicht umbringen. Sudale. Mit dem gehen wir mal dahin. Ach ja, Rechtsklick. Ups. Okay, da sind schon mal zwei Aliens. Kann ich mit dem gleich schießen? Ich gehe mal mit dem einfach dahin. Wie schieße ich nochmal auf Enter, oder? Keine Ziele verfügbar. Okay. Dann gehst du mal dahin. So, und du gehst dahin. Was man noch dazu sagen kann, ist, dass sich die verschiedenen Klassen immer spezialisieren. Also so auf Scharfschütze oder so auf Heiler und so. Und dass sie auch verschiedene Fähigkeiten erlernen können. Übrigens, wenn die Alien das machen und ich erschieß das hintere Alien, dann stirbt das vordere auch. Ziemlich lustig. Oh, was daneben? Das ist ja doof. Hey, wartet mal, das ist eine andere... Ja, stimmt, das ist eine andere Szene, als wenn wir in Europa gewesen wären. Ach, die sind so hübsch und süß. Ja, mach die Tür kaputt. OMG. So, wir drücken mal Enter. Das will ich nicht. Okay, wenn wir das mit 45%iger Chance töten könnten, wäre es perfekt. Go, go, please. Oh, echt? Sag bloß. Nein, 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 warum letterst du? Oh, das war... Oh, oh mein Gott. Meine Typen brauchen Brillen. Ich wollte eigentlich Tab drücken. Komm, wir versuchen es nochmal. Komm, Junge, du schaffst es. Ja, ja, ja. Nice. Tot ist es, hässliche Alien. So, und das da vorne ist auch verreckt. Double Kill. Easy. Anderen zerstören sich ihre Waffen von selbst, wenn der Träger stirbt. Wir sollten Ausschau doof. Nach Bruchstücken halten, die wir für unsere Forschungsprogramme bergen können. Wir gehen mal darüber mit der. So ist sie ein bisschen geschützter von den Aliens. Alien-Aktivität. Fuck, okay, den im Haus kann ich nicht abschießen. Das heißt, ich muss mich doch erst um den hier kümmern. Lass meine Tusse in Ruhe. OMG, try hard. Oh, kauf dir eine Brille, Noob. Okay, 45%, nja. Nja. Kann ich nochmal angreifen, wenn ich mich bewegt habe? Oh ja, kann ich. Immer noch 45. Wow. Awesome. Komm, triff. Nice. Okay. So. Lol, was für eine Perspektive. What the fuck? Naja, da ist kaum Deckung. Ah, ich könnte aber da hinten dran. Ja, okay. Gugu, renn. Ich flankiere das Alien. So, Rivera. Du gehst mal... Jotin. Ich hoffe mal, ich muss nur noch das eine Alien umbringen. Und du, meine Liebe, du gehst dorthin. Immer schön, wenn das der letzte animiert wird, wenn er sich bewegt. Ja, was machst du jetzt, hä? Umgeh. Nein, aus. Ah, das hässliche Vieh hat getroffen. Okay. Naja. Okay, du spurtest mal dahin. Ich brauche irgendwie Sicht auf das Scheißding. Gehst du mal dahin. Hat er jetzt Sicht? Nö. Oh, OMG. Was ist das für eine Kamera? OMG. Wir gehen einfach mal dahin. What the... What? Also, sieht er das Alien, wenn er dorthin läuft? Vielleicht. Und er sieht's. 32%. Komm, du schaffst es. Ich glaube nicht. Nice, durch die Wand eliminiert man. Was für ein Wallhack. Okay, es ist also nicht wirklich gescriptet. Es ändert einfach nur die Mission vom jeweiligen Land her, das man nimmt. Also ich habe mal irgendwie ein YouTube-Video gesehen, da ist am Anfang, glaube ich, zwei Leute oder so gestorben. Aber wahrscheinlich hat der Typ einfach nur schlecht gespielt. Ich bin natürlich da ganz anders. Naja, wir klicken mal weiter. Oh, so ein cooles Flugzeug. Das awesome Marino. So, we are flying back to base. So, das ist unsere Basis. Hier können wir viele verschiedene Sachen machen. Das werdet ihr gleich sehen. Wahrscheinlich werden wir es auch erklärt bekommen. Willkommen im XCOM Hauptquartier, Commander.
Hallo. Ich bin Central Officer Bradford. Ich übernehme zwei Aufgaben in diesem Projekt. Die taktische Unterstützung unserer Einsätze und Ihre Unterrichtung über die aktuelle Situation. Auf diese Weise können Sie sich um die wichtigeren Aufgaben kümmern, wo wir gerade dabei sind. In der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Gehen Sie nur. Eieiei, mach ich. So, naja, das kann ich noch kurz machen. Einen Soldat befördern, kann ich euch das mal zeigen. So, hier seht ihr den Überblick. Gut, jetzt seht ihr den Überblick nicht mehr. Befördern wir halt erstmal die Soldaten um. Okay, der war deutsch. Die war deutsch. Die Ursula. Oh, das ist Stanislav. Stanislav Botganov. Botganov. Ah, Lian Xiao. Den darf ich sogar befördern. Mal denn. Leistet wichtige Arbeit für den Trupp. Mit dem der sieht nicht wirklich aus wie ein Chinese. Ja, so. Die können pro Level verschiedene Fähigkeiten erlernen. Wie schon gesagt, spezialisieren die sich auf was. Okay, warum? Naja, egal. Leck ein bisschen. Also die spezialisieren sich auf etwas. Und zwar ist das hier jetzt schwer. Es gibt auch noch Scharfschütze, Heiler und was ich noch nicht alles gesagt habe. Und, jetzt warte mal. Also Raketenstadt ist, dass der einen Raketenwerfer hat, den ich einsetzen kann. Das ist ziemlich geil. Aber ich zerstöre damit, glaube ich, irgendwie Alien-Artefakte oder Relikte oder Fragmente, die ich eigentlich behalten will. So befördern wir noch die Isidoro Rivera. Scharfschützen sind darauf spezialisiert, größtmöglichen Schaden aus. Ich habe gedacht, das wäre eine Trusse. What the fuck? Ja, passt schon. So, der hat jetzt Präzisionsschuss, macht da mehr Schaden, bla bla bla. Hier oben sieht man einen Scharfschütze. So, wir machen mal weiter. Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet ihre Befehle. Okay. Auf ihre Anordnung hin fangen wir an, Commander. Jo, so, bevor ich jetzt irgendwie weitermache, also hier hat man nochmal die Übersicht. Hier ist zum Beispiel ein Satellitenzentrum, das sagt an, wie viele Satelliten ich kontrollieren kann. Satelliten bringen mir mehr Geld bei den Ländern. Hier habe ich mein monatliches Budget. Das erhöht sich, wenn ich mehr Länder irgendwie rekrutiere bzw. beschütze. Und hier ist das Geld, was ich jetzt noch habe. Hier ist die Einsatzleitung und so weiter und so fort. Also man kann viel hier machen, man kann neue Waffen erforschen. Das hier nicht, aber in der Forschungsabteilung, wo ist die? Ich bin verwirrt. Ich glaube da drüben. Und in den Kasernen kann man neue Soldaten anwerben und so weiter. Und das alles erfahrt ihr in den nächsten Folgen von XCOM Enemy Unknown. Ach ja, was ich noch sagen wollte. Ich werde zu drei Projekte haben. Und das dritte Projekt wird sowas wie, was weiß ich, Dota, Battlefield 3, irgendwas, auf was ich gerade Bock habe sein. Und die werden immer montags, mittwochs und freitags rauskommen, also pro Woche drei Videos. Für den Anfang langt es. Ich habe auch nicht viel mehr Zeit, um irgendwie mehr Videos zu machen. Falls mal kein Video rauskommt die Woche oder falls nur ein oder zwei Videos rauskommen. Keine Sorge, dann kommen nächste Woche auf jeden Fall wieder. Also mehr als eine Woche auslassen tue ich es nicht. Ja, und würde ich mal sagen, speichern wir noch. Und zwar unter leer. Jo. Speichern. Würde ich mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.